Zur jährlich stattfindenden Verleihung der IHK-Ehrennadel wurde am 11. Juni 2014 auf das Dresdner Brettl geladen. Für die ca. 180 teilnehmenden Prüferinnen und Prüfer der IHK in Sachsen war dies der Tag der persönlichen Anerkennung und Danksagung. Diese ehrenamtliche Tätigkeit erfordert ein hohes Maß an pädagogischer sowie fachlicher Kompetenz. Insbesondere dann, wenn zukünftige Berufstätige auf ihre Qualifikation geprüft werden. Ja, Prüfungssituationen sind immer besondere Situationen, die anders sind als der tägliche Schulalltag. Und für mich ist dort eben wichtig, den Prüflingen Sicherheit eben auch zu geben, dass sie ihre Lehre erfolgreich abschließen können und sie eben durch meine Tätigkeit dort eben erfolgreich zu begleiten. Die Prüferinnen und Prüfer der IHK Dresden und aus den sächsischen Geschäftsstellen leisten mit ihrer Tätigkeit im Rahmen des dualen Ausbildungssystems einen gesellschaftlichen sowie wirtschaftspolitischen Beitrag für die Zukunft Sachsens. Dies bekräftigte auch der Geschäftsführer der Drehwerk Dresden in seinem Statement. Also wir freuen uns erstmal, dass die ehrenamtlichen Prüfer zur Verfügung stehen. Und der Vorteil ist ganz einfach, dass diese Prüfer aus der Praxis kommen, dass das keine Theoretiker sind, dass die eigentlich das duale System täglich in ihrer Arbeit verinnerlichen. Und insoweit können sie auch im Hinblick auf unsere Prüflinge genauso das ausstrahlen und das abfragen, was in der Praxis in der Firma verlangt wird. Insofern ist das eine sehr praxisnahe Prüfertätigkeit. Und das ist wirklich das große Plus, was die IHK hier bietet. Besonders geehrt wurden die Prüfer Wolfgang Nietzsche mit der silbernen IHK-Ehrennadel und Jürgen Buig sowie Kai Werner mit der bronzenen IHK-Ehrennadel für ihre Verdienste in IHK-Ausschüssen. Dass neben dem Ehrenamt als Prüfer auch die Tätigkeit vor Ort, also die tägliche Arbeit in den Lehrbetrieben, ein wichtiger Faktor ist, um den Auszubildenden einen guten Start in die Berufstätigkeit zu ermöglichen, dafür stehen die sächsischen Prüferinnen und Prüfer. Wenn man sich die Abschlüsse unserer Auszubildenden betrachtet, und ich spreche jetzt speziell von den Auszubildenden der Dresdner Verkehrsbetriebe, haben wir einen Notendurchschnitt von 2 bis 1, und damit kann man absolut zufrieden sein. Und die Praxis zeigt eben, dass unsere Lehrlinge begehrt sind, ja, und wir sie natürlich auch alle übernehmen werden. Für den Präsidenten der IHK Dresden, Dr. Günter Brunsch, liegen die Vorteile des dualen Ausbildungssystems auf der Hand. Insbesondere die Verbindung von theoretischer sowie praktischer Ausbildung, begleitet durch die Prüferinnen und Prüfer der IHK, ist von wirtschaftlichem Belang. Und dieser Fachkompetenz der Prüfer, die ja im täglichen Leben, in der täglichen Arbeit ständig sich mit den Ausbildenden, aber auch mit den Anforderungen der Unternehmen auseinandersetzen müssen, wäre im Grunde eine sachkundige und fachkundige Prüfung gar nicht möglich. Die sind darüber hinaus, sind die Prüfer und Prüferinnen ja auch tätig in der Ausbildungsorganisation, in der Organisation der gesamten Prüfungsfragen, der Prüfungserfordernisse. Also das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der dualen Ausbildung. Zum Abschluss der Veranstaltung und nach Reichung des Buffets wurde das Dresdner Brettl seiner eigentlichen Bedeutung gerecht. Mit Friedrich Wilhelm Junge erlebten die Prüferinnen und Prüfer die Aufführung „Der Zauberlehrling“ oder „Wir wollen sein wie Gott“. Ob nun Prüfer Zauberlehrlinge prüfen oder ob sie Götter sind, dies ist wohl einerlei. Fest steht jedoch, dass die IHK-Prüferinnen und Prüfer ein gutes und wichtiges Ehrenamt erfüllen.